Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Wie in den letzten Seasons auch, gibt es auch in dieser Season wieder zu FNCS natürlich die Twitch-Shops und dazu werde ich euch jetzt alles in diesem Video zeigen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr gerne ein Abo da. Außerdem schaut gerne vom Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne meinen Creator-Code TheElCraft ein. Wir sind tatsächlich gar nicht mehr so weit von den 100 Supportern entfernt, würde mich natürlich über jeden einzelnen freuen. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die ganzen Twitch-Shops an. Und zwar seht ihr hier die schon im Hintergrund. Einmal wieder ganz klassisch das Spray, dann natürlich dieses Backbling, das haben manche glaube ich auch schon actually bekommen, die vorher bei allen einzelnen FNCS, wo es dieses Backbling gab, glaube ich, da die Twitch-Shops schon bekommen hatten, die haben das jetzt irgendwie auch schon instant bekommen als Bug eben halt, also wundert euch nicht, wenn ihr das eben halt schon jetzt im Spind habt, ansonsten natürlich für alle anderen, die es noch nicht haben, werdet ihr das genauso freischalten können, wie natürlich auch alle anderen Items, dann gibt es noch einmal dieses Banner-Item oder Emote, ich weiß gar nicht genau, was es ist, und dann noch als letztes hier den Loading-Screen. Im Prinzip also alles wie in jeder Season. Und um das Ganze freizuschalten, hat sich tatsächlich etwas in der Season geändert. Und zwar kann man nicht mehr bei jedem eben halt die ganzen FNCS-Sachen anschauen und dann bekommt man instant die Twitch-Shops. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach bei Benji Fish hier reinschauen, bekommt instant die Twitch-Shops, sondern ihr müsst halt bei den offiziellen Übertragungen von den ganzen FNCS-Streams für zum Beispiel Europa, für den englischen Bereich, für den deutschen Bereich, wo es jetzt auch eine extra Übertragung gibt, bei den ganzen müsst ihr eben halt immer einzeln reinschauen. Und wenn er eben halt, wie gesagt, bei irgendjemand anderem macht, schaut, der nur eine Viewing Party macht, dann werdet ihr dort die Twitch-Shops nicht bekommen können. Es kann aber natürlich sein, dass so etwas wie zum Beispiel die Übertragung der Wettkämpfe in Europa für die Deutsch, für den deutschsprachigen Raum, dass das beispielsweise jemand wie Amar macht, dann könnt ihr natürlich genauso gut auch bei Amar vorbeischauen und dort natürlich die Twitch-Shops bekommen. Aber es muss halt einer der offiziellen Broadcaster sein und es darf nicht irgendeiner sein, der es halt privat ein bisschen restreamt und so. Und das ist immer so eine gewisse Änderung, das heißt, ihr könnt euch als Content Creator auch nicht mehr dafür bewerben, dass ihr eben mal die Twitch-Shops freischaltet und so könnt ihr zum Beispiel auch nicht mehr bei mir auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, um die Twitch-Shops zu bekommen. Ist natürlich etwas schade und sie werden es auch so machen, dass man eben halt jede Woche immer verschiedene Belohnungen bekommt. Das war auch vorher, glaube ich, eigentlich schon immer so, dass man eben mal nicht in der ersten Woche direkt alle Items bekommen hat, sondern man kommt sie eben halt erst über die Wochen. Dann gibt es zum Beispiel in der ersten Woche nur die Spray, in der zweiten Woche dann den Loading-Screen, in der dritten Woche hier dieses Banner oder das Emote und in der vierten Woche, also im Finale dann erst irgendwie dieses Backbling und so wird das Ganze auf jeden Fall aufgeteilt und dadurch müsst ihr immer mehr schauen eben halt, um das Ganze bekommen zu können. Um ein so einer Twitch-Shop zu bekommen, müsst ihr glaube ich immer so ungefähr 20 Minuten schauen, dann solltet ihr es auf jeden Fall haben. Wenn es nicht da sein sollte, schaut ein bisschen länger und dann werdet ihr das schon irgendwann bekommen. Auf jeden Fall reicht es eben halt nicht aus, nur einmal kurz reinzuschauen und ins wieder rauszugehen, also ein bisschen was müsst ihr schon im Stream drin sein, damit das Ganze freischalten können. Hier seht ihr auch noch mal eine Liste von den ganzen Twitch-Kanälen, die es eben für die einzelnen Regionen gibt. Dort sind es meistens die ganzen offiziellen Fortnite-Kanäle, entweder natürlich der ganz offizielle Fortnite-Kanal oder natürlich der französische, deutsche, spanische, der brasilianische und nur für Ozeane gibt es einen besonderen und zwar den von Australian Open. Dort gibt es eben einen besonderen Kanal, aber für uns wäre das wahrscheinlich dann Fortnite.de bzw. der normale Fortnite-Stream, diejenigen, die wir anschauen können. Wie gesagt, es kann sein, dass natürlich so etwas dann eben halt auch, also dass der Fortnite Deutschland beispielsweise von Amar gehostet wird. So hatten wir es ja beispielsweise auch damals bei Winter Royale gemacht, in den ganz OG-Zeiten mit Mickey und Trimax. Und so denke ich mal, wird es ja jetzt eben halt auch wieder in diesem Jahr sein. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall auf diesem Kanal vorbeischauen. Und wie gesagt, wenn es so sein sollte, dass irgendein großer Streamer dabei drin sein sollte, dann müsst ihr eben halt trotzdem auf dem Fortnite Deutschland Kanal vorbeischauen, da nur hier das Stream wahrscheinlich zählen wird. Ihr könnt das Ganze überprüfen, ob die Twitch-Shops aktiviert sind, wenn hier drunter noch steht Jobs aktiviert, also steht da ganz normal einfach drunter, Jobs aktiviert oder Jobs enabled irgendwie und wenn das dort nicht steht, dann gibt es keine Jobs, wenn es dort steht, dann gibt es auf jeden Fall Jobs, damit könnt ihr das auf jeden Fall schauen und wie gesagt, einmal auf den ganzen Kanälen, die hier aufgeführt sind, dort könnt ihr überall vorbeischauen und die ganzen Twitch-Shops freischalten. Die ganzen Live-Übertragungen werden auch immer nur am letzten Tag der Qualifikation stattfinden, das heißt sozusagen im Qualifikationsfinale, genauso natürlich wie in den Semifinals und am Ende in den Finals, das heißt insgesamt gibt es drei verschiedene Möglichkeiten für die Qualification, sondern natürlich noch die ganzen Streams für Halbfinale und Finale und an diesen Tagen, also am 7., 14. und 21. Februar muss man auf jeden Fall dabei sein, um wahrscheinlich die ganze Belohnung bekommen zu können, dann man wahrscheinlich in den Half-Finals, also Semifinals und Finals dann nur noch andere Twitch-Shows bekommen kann und die finden dann immer für Europa um 19 Uhr statt, also ab 19 Uhr kann man reinschauen, bis 22.30 Uhr geht das Ganze, das heißt die Runden werden dann eben halt auch logischerweise von 19 Uhr bis
bis 22 Uhr dann irgendwie gehen und dort kann man das dann eben, wie gesagt, alles abholen, wenn man irgendwann in dem Zeitraum, wie gesagt, so ungefähr 20 Minuten da vorbeischaut. Eine Sache müsst ihr aber trotzdem noch machen, um das Ganze freischalten zu können, und zwar müsst ihr natürlich euer Konto mit eurem Twitch-Konto verbinden, also Epic, euer Epic Games-Konto mit eurem Twitch-Konto verbinden. Dafür müsst ihr hier oben einmal auf euer Konto gehen, dann müsst ihr hier einmal auf verbundene Content klicken und dann rechts noch einmal auf Content klicken und dann müssen hier die, muss Twitch hier verbunden sein. Geht vielleicht ansonsten auch nochmal sicher mit einmal Verbindung trennen und dann wieder reconnecten. Kann manchmal nämlich sein, dass es ein bisschen rumbuggt und eben nicht funktioniert. Also ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ihr einfach dort einmal die Verbindung trennt und dann wieder immer nochmal neu die Verbindung herstellt. Und wenn das Ganze verbunden ist, dann müsst ihr immer nur mit diesem Twitch-Account da vorbeischauen und dann werdet ihr auf dem verbundenen Epic Games-Konto ganz schnell auch der ganzen Jobs bekommen. Damit war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.